Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. Ja, in der letzten Folge ist uns eine Missgeschichte passiert. Ja, wir werden es in der Zeit nicht zum Mann wieder schaffen, um sie zu retten. Bedeutet, das sind Lost Kerbals wieder für uns killed in action. Aber ich habe mich in der Zwischenzeit drum gekümmert, bestimmte Sachen wieder zu installieren, wie hier die Kerbal Alarm Clock, um in der Zukunft mehrere Projekte gleichzeitig zu leiten. Denn in diesem Fall geht es ja zum Beispiel um den Flug zu Duna. Und dafür habe ich wiederum noch eine Kleinigkeit. Ich habe beziehungsweise drei Sachen, glaube ich, installiert aktuell. Genau, drei Sachen habe ich jetzt installiert. Die nicht jetzt specific sind, aber der eine ist hier ganz wichtig, der Transfer Window Planner. Und ich habe den schon mal eingestellt gehabt, hier. Und wenn wir hier mal Plotted machen, sehen wir hier, dass der beste Zeitpunkt, um nur mit 1600 ms zu Duna zu kommen, aus einer 100 Kilometer Orbit um Kerbin herum. Und das wäre genau an diesem Zeitpunkt. Das wäre... Arrival wäre im Jahr 6, also in einem Jahr. In über einem Jahr wäre sozusagen die Ankunft. Und wäre... 305 Tage wäre der Rover unterwegs insgesamt, also fast ein Jahr Flugzeit. Natürlich nicht sehr optimal. Man könnte wahrscheinlich auch hier fliegen. Das ist ein bisschen später, aber hat nur eine Travelzeit, ich würde sagen, von 170 Tagen. Also auch nicht schlimm. Jetzt ist die Überlegung, wie wir am besten fliegen würden. Also hier würden wir ankommen, ja, im sechsten Jahr 246. Wenn wir jetzt hier starten würden, wären wir im sechsten Jahr 145 ankommen. Oder rein theoretisch könnten wir an diesem Spot hier unseren Rover losschicken und hier unsere Satelliten. Denn unsere Satelliten würden rein theoretisch den Rover in diesem Fall überholen. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Weil man natürlich hier eine andere Geschwindigkeit hat wiederum. Das ist aber alles ganz schön complicated. Man könnte auch hier starten. Das wäre dann ab jetzt ein Jahr, bräuchte aber wie viel MS? 2700 MS. Wenn man natürlich ein bisschen weiter runter geht, 2400 MS. Ja, also am besten, am längsten, die längste Reise wäre hier. Mit 300 Tagen, einem Verbrauch von 2900, mein Gott, was ist denn jetzt los? MS und 300 Tage Flugzeit. Wären wir aber genau jetzt im Grunde einem Jahr drüben. Startzeit wäre dann in 130 Tagen, 131 Tagen circa. Und ich überlege echt, ob wir das machen, weil dann tun wir da, an dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier angezeigt bekommen, unsere Satelliten losschicken. Überarbeiten die jetzt nochmal, dann schicken wir die los in 130 Tagen und dann ein bisschen später hier, also so ja, nochmal 100 Tage später, 150 Tage später, schicken wir dann den Rover los, der dann way back fast Jahr 7 erst erreicht. Also das ist ein ewig langes Projekt, was wir jetzt eigentlich hier planen und das muss natürlich ordentlich geplant werden. Aber ich würde sagen, das hier schaut gut aus, 52, also in nicht mal im Jahr wären wir da. Obwohl, wir könnten natürlich auch hier ein bisschen später einfach starten. Wenn wir zwei verschiedene, wenn wir sagen, wir pimpen jetzt unser Fluggerät für Duna so, dass es 300 ms hat. Wir haben Insertion von 1000 ms und ein Ejection Speed brauchen wir von über 2200 ms. Das wäre natürlich schon etwas. Aber das könnten wir planen. Wenn wir runtergehen, ist die Flugzeit kürzer, ne? Rein theoretisch könnten wir es hier so schaffen. Nee. Mit 3700 MS würden wir es mit kürzester Zeit schaffen. Natürlich, wenn wir hier schauen, mit 10.000 MS schaffen wir das in... Ja, immer noch eine spektakuläre, heftige Zeit, aber natürlich sehr, sehr früh. Also werden ganz wenig Tage hier, aber wir können mal hier auch auf 0 runtersetzen. Dann tun wir hier das Platten lassen. Und dann sieht man schon hier, hier bräuchte man... 271.000 ms,
dann wärst du aber auch sehr, sehr, sehr bald da. Aber das ist eher so nicht unser Fall. Wir tun mal hier, dass die Last Departure sollte im Jahr 6 sein, plottet. Dann sehen wir das nicht besser. Wir machen jetzt, versuchen jetzt mal hier einen besseren Blick drauf zu kriegen. Zu erhaschen, würde ich mal sagen. Und Time to Travel machen wir maximal 330 Tage. So. Dann sind wir eh hier schon sehr knapp dran. Aber hier mit 4000, 3000. Jetzt tun wir hier Flight Time mindestens auf 100 Tage stellen. Plottet. So. Ich glaube, da sieht man noch besser vom Bild her, wie das ausschauen würde. Das wäre jetzt Departure 217, also auch wieder sehr, sehr weit hinten. Ich versuche gerade herauszufinden, wie die Flugzeiten hier sind. Da wären wir natürlich schon noch dieses Jahr da, Ashan. Okay, wenn wir dann sagen, okay, wir gehen nicht hier hin, 1500, 1400. Ja, 612, das hört sich gut an. Da sollten, also das merken wir uns mal. Ich mache mir davon ein Foto schnell, gib mir eine Sekunde. Einfach damit ich das nachher nachgucken kann, was wir da gemacht haben. Mache ich jetzt hier schnell ein Foto. So. Das wäre unsere Satelliten werden das. Der kommt hier an. Bedeutet, ja, 6, 12. Tag. Kommt das jetzt mal in unsere Alarmglocke. Das ist der erste. Das ist in 106 Tagen ist Departure im Grunde. Dann ein bisschen später. Also ich hätte gern ein bisschen Delay dazwischen und weniger Verbrauch. 2000 MS finde ich gut. Dann kommen wir im Jahr 653 an, da wäre ein Delay also zwischen von fast 140, 130 Tagen. Aber wir haben auf jeden Fall mehr Departure, also die Departure-Zeit ist auf jeden Fall viel später. Was uns genug Zeit gibt, um alles zu modifizieren, so wie wir es brauchen und andere Missionen auch zu fliegen. Bedeutet, wir werden das jetzt auch nochmal abfotografieren, um alle Daten natürlich perfekt zu haben. So. Und adden das zu Alarmglocken. Und das ist das Wichtigste eigentlich für mich in diesem Fall. Hier können wir jetzt mittlerweile, also dass wir auch wirklich ein Timing haben. Damit können wir nämlich dann auch schauen, dass wir rechtzeitig unsere Crew mal wechseln, rechtzeitig das machen. Einfach jetzt eine Überwachung auch für die Zukunft, weil wenn wir wirklich viel machen werden, was ich ja vermute, dann kann das ein wesentlicher Grund sein, dass alles funktioniert. Und das sollte auch hoffentlich so bleiben. So, okay. Dann schauen wir uns mal unsere Raketen an. Ich habe die ewig lang nicht mehr besucht. Und ich weiß nicht, wie viel MS wir in den oberen Stages haben. Außerdem könnten wir die rein theoretisch sogar auf unsere neue Booster-Rakete setzen. Oder ein neues Booster-System auch bauen. Bedeutet, ich öffne mal hier schnell unsere Raketen. Duna Project Orion. Ach, das ist ein ganz... Oh Gott, das ist noch ein ganz, ganz altes Projekt. Das ist ein ganz, ganz altes Projekt noch von uns. Duna Project Orion. Wie viel Schub hat denn das eigentlich in der oberen Stage gehabt? 2200, also kam das gut auch raus. Ah, das war diese. Oh. Stimmt, dann hatten wir noch 600. Das war unser erstes Projekt, glaube ich, das wir wirklich nach Duna geschickt haben. Boah, das ist lang her. Orion, dann haben wir den Duna-Lieferer. Ah, da ist er ja. Das sind unsere Satelliten. Holy shit, fünf Satelliten, ja. Es sind fünf Satelliten, wenn du es so siehst. Weil das mittlere Teil ja im Grunde auch ein fetter Satellitentransmitter ist. Einfach nur brutal aufgepimpt. Dieses System müssen wir dann dahin schicken. Und schauen wir uns nochmal an, was wir da damals zusammengebaut haben. Wir hatten den ersten Schub mit 1500, danach nochmal 2000. Die haben hier 0 MS? Achso, deswegen. Haben wir 1400. Und dann allein in der oberen nochmal. Das Ding sollte lock. Achso, das ist noch auf Vakuum gestellt. Scheiße. Okay, höher. Okay, bedeutet, habe ich jetzt wieder auf Meereshöhe eingestellt? Ja, okay. Ich würde die seitlich nochmal pimpen. Um das ganze Teil ein bisschen fetter zu machen, damit einfach
wenn wir den Start haben. Zack, so. Dann haben wir jetzt insgesamt hier gute 1000, ja, wir haben 3800 MS, genau. Mit der Stage. Damit sollten wir also gut eigentlich in einen Orbit kommen. Genau. Aber wisst ihr, was wir uns anschauen können? Ich würde gerne noch einen Satelliten woanders hinschicken. Eine Sonde einfach mal ausschicken. Die müsste man dann auch mal bauen. Genau. Speichern und fortfahren. Das System ist auf jeden Fall gepimpt. Soweit ich das mir vorstellen kann, sollte es auch dementsprechend fliegen können. Dann zwischen den zwei Tagen haben wir über 100 Ingame-Tage auf jeden Fall Zeitverstreich. Was natürlich auch gut ist. Genau, hier sehen wir, das ist Jahr 5, aktuell 62 Tage. Und hier ist der erste Duna-Encounter in 106 Tagen. Den müssen wir dann natürlich auch planen. Pinnibel genau. So, aber wir können den Transport-Teil hier nochmal nehmen. Und ich habe mich noch nie auseinandergesetzt mit einer bestimmten... Also, ich habe Escape gedrückt. Upsa. Ich würde gerne unsere nächsten Nachbarn anschauen gehen. Beziehungsweise dort auch ein Mapping durchführen lassen. Denn immerhin wird nicht nur Duna unser Ziel sein, sondern das ganze Weltraumsystem. Und ich würde gerne hier hinten... Benestra ist fast gequetscht, die letzten Restaurants. Benestra, mein Freund, es war eine Ehre mit euch, aber... Game is over. Eve wäre ein gutes Ziel, finde ich. Und Eve bräuchten wir natürlich auch den passenden Transfer Point, damit wir hier alles wieder einbauen können. Bedeutet, wir machen Einrichtung verlassen und suchen für Eve jetzt das passende Transfer Window. Ganz ehrlich, ich habe früher diese Transfer Window Zeugs dann nie gecheckt. Ich habe immer gedacht, was ist denn das für eine komische Anzeige? Ist das eine Windanzeige oder sowas? Aber mittlerweile finde ich es echt cool. Also ich habe mich heute wirklich da nochmal mit auseinandergesetzt. Plotted. Und oh. Oh. Hier ist actually ein Spot, der nicht schlecht ausschaut. Wenn wir Departure Time mal... Wie viele Tage sind denn das? Wenn wir hier hinklicken, das ist Jahr 6... 130, dann machen wir hier mal 6. Jahr entfernen. Und 0100 plottet. Genau hier, das schaut interessant aus. Maximal 113 Tage Flugzeit plottet. Das schaut sehr interessant aus. Wann ist denn das? 5. Jahr Ankunftszeit. Und... Wann seid ihr dran? 173. Das wäre kurz nach Kerbin Duna 1 Mission. Und dann würde kurz darauf auch, oder 100 Tage später wäre dann Kerbin Duna Nummer 2 am Start. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Warte, wir tun mal hier runterziehen auf Departure Time 5200. 5. Und machen hier mal eine... Oh, das ist scheiße. 2-0-0. Plottet, dann sollte man das nicht besser sehen. Oh, warte mal, hier ist noch einer. Seht ihr das? Was ist das denn? Ah, nee, er hat auf 7. Dieser Assi hat es auf 7 gesetzt. 5. So, jetzt hat plottet. Dankeschön, da ist er. 2471 MS. Und eine Flugzeit von 210 Tagen. Leute, die Ankunft wäre noch vor den ganzen Projekten auf Duna. Leute, wir werden sehr enge Flugzeiten haben. Leute, wir fliegen erst mit einem Duna los, dann mit Eve, dann wieder mit Duna, dann kommt Eve direkt danach wahrscheinlich, oder relativ nah danach an, dann kommt Duna ein paar Tage später an und dann haben wir eine längere Pause, bis der Rover ankommt auf Duna. Sollte aber sehr gut planbar sein. Schauen wir, wenn wir ein bisschen später starten, wann starten wir denn dann? 198 Tage?
Ich versuche gerade den perfekten Spot zu finden, wie ich finde. Hier, 388 Tage. Das schaut gut aus. Setzen wir hier auch nochmal einen Alarmglock. Und hier sehen wir es genau dazwischen. Im Grunde ein paar 30 Tage circa danach. Und da haben wir einen größeren Punkt hin. Das sind nochmal wirklich 100 Tage mehr. Gut, dann würde ich aber sagen, planen wir nochmal unsere ganzen Missionen. Vor allem ist bei mir die Überlegung jetzt, behalten wir unsere Mana Station. Es gibt ein Major Problem with unsere Mana Station. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Manzeit Sigma haben wir hier noch. Wir gehen mal zu Manzeit Sigma. Es könnte auch sein, dass die aktuell keine Communication haben. Aber schauen wir mal schnell hin und dann schauen wir zur Mana Station. Ist jetzt leider wieder eine relativ, sagen wir mal, ruhige Folge diesmal. Aber hier geht's ab, ey. Aber ihr könnt verstehen, dass sowas auch mal reinkommt und wir müssen natürlich auch die Zukunft jetzt planen. Vor allem mit den neuen Mods wird jetzt einiges mal Unterschied machen. Daten leer. Haben wir alles gesendet? Das ist die Flagge Lost on Nordpol. Auch Hovering, weil da muss noch der Mod-Update rein. Okay, wie schaut's bei euch aus? Nitrogen fast leer, hält noch 166 Tage. Aber die Batterie läuft in 3 Minuten aus. Und dann denke ich, wird das da auch vorbei sein, weil die Lebenserhaltungssysteme sich ja deaktivieren. Wir müssen aber mal schauen, wenn das nicht ist, müssen wir eine relativ schnelle Safe-Aktion irgendwie durchziehen. Aber ich glaube doch, dass sobald die Elektrizität leer geht, dass das dann auch over ist. Und später würde ich dann die Kapsel versuchen zu safen. Aber wir gehen jetzt mal zu unserer Mann-Station. Immerhin ist die auch bemannt. Weil soweit ich weiß, haben wir da keine Länder mehr liegen. Wäre mir auf jeden Fall nicht bekannt. Genau, ja. Wir haben ja letztens erst die... Weil wir, ich habe gelesen, wir haben ja hier auch, hätten kein Shielding und so, oder dass das Shielding halt brauchen würde. Wir haben hier Shielding drin. Wie gesagt, ich habe das ganze Teil mal ausgetauscht, was ein Schweineaufwand war. Wir haben überall Shielding drin. Ich glaube, selbst in den... Nee, hier kannst du es gar nicht einfügen. Aber in den Teilen, wo es wichtig ist, wäre Shielding drin. Weswegen ich nicht kapiere... Okay, warte mal. Jetzt kriegt die Mannstation keine... Okay, warte mal. Hä? Okay, können wir noch mal kurz bitte zusammenfassen? Normalerweise haben wir doch dann Strahlungsprobleme gehabt, oder? Oder wie war das? Wir hatten doch normalerweise das, wir hatten doch immer das Strahlungsproblem die ganze Zeit bei der Station, dass hohe Strahlung war. Ich glaube nur, jetzt ist es im Schatten, ja. Läuft in einer Minute aus. Mannzeit hat kein Signal aktuell. Das wird sich aber ändern, sobald ich denke, dass das System hier wieder in die dementsprechende Reichweite kommt. Das wird halt jetzt immer nur teilweise sein. Tun wir es mal vorspulen, weil mich würde das doch interessieren. Mann, Station. Nitrogen ist relativ niedrig, wie es ausschaut. Stickstoff. Warum wollt ihr Stickstoff? Ja, das kriegen wir eine Warnung wahrscheinlich gleich. Oder erschöpft, ja. Hat kein Lebenshaltungssystem, sind ausgefallen. Leben die weiter? Jetzt bin ich gespannt. Das ist jetzt sozusagen währenddessen Überprüfung. Weil sonst können wir vorspulen. Das ist natürlich das Geniale.
Das wäre natürlich cool. Wenn wir es dann vorspulen können, aber. Ich sehe jetzt nichts. Gehen wir noch zurück. Also, ich habe jetzt nirgends gesehen, dass die Strahlungswerte wieder oben sind, was ich interessant finde. So, Duna Project Orion hat immer noch eine Malfunction, eine Fehlfunktion am Laufen. Und wir haben noch einige Satelliten am Start. Das ist eh noch relativ wenig, wenn wir vergleichen, was in Zukunft alles hochkommen wird. Wo sind denn... Das sind Relays. Relays müssen wir danach ausblenden und so Zeugs. Orbitana und Duna Project Orion. Das sind so spezielle Sachen. Wie gesagt, später soll auch hier mal so einen Zwischenport noch eingesetzt werden, damit wir hier erweitern können. Aber wenn es mit dem Shielding funktioniert, wäre das natürlich genial. Weil immerhin haben wir hier auch wieder drei Leute oben, einen Piloten, einen Techniker und einen Wissenschaftler, Bob sogar. Bob ist sogar hier oben. Und wenn wir das Teil hinten natürlich wegbringen können und hier noch einen Dockingport, weil wir hier oben alles hinsetzen, wäre das praktisch. So, aber das heißt ja rein theoretisch, ich will jetzt nochmal kurz zurückgehen auf Moonside Enigma als Ziel setzen. Oder wechsel zu. Ziel, ich werde nicht mit der Manstation dort eine Landung versuchen. Das kann nur noch schief gehen dann. Die Frage ist, wie landet man da? Am schlauesten. Das könnte eine der interessantesten Sachen werden, wenn wir da wirklich landen. Die leben noch. Moment mal, warum leben die noch? Müssten die nicht schon tot sein? Okay. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge noch einen Rettungsversuch von unseren Leuten her. Ich werde mir in der Zwischenzeit mal ein bisschen das System überlegen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder entweder schon über Mann oder bei deinem Start. Da werde ich nochmal schauen, wie wir das am schlauesten machen. Aber auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir versuchen, sie zu retten. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.